Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls. Und was machen wir Schickes? Sollen wir den töten? Wow, der macht einen guten Angriff hier. Man muss hier immer kurz warten. Ist der nämlich hier. Oh, ich das Schild jetzt schon wieder hier. Gut, der macht nämlich einen Angriff, dann. Genau den an. Oh, der macht nämlich auch viel Schaden. So, das ist er nämlich hier aus der Puste. Genau. Und dann kann man nämlich den angreifen und wieder abhauen und vielleicht noch ein Essus-Flakülchen trinken. Na komm, mach dann einen komischen Angriff nochmal hier. Achso. Komm. Macht dann wahrscheinlich nicht mehr. Ja, er passt leider nicht hier durch. Er ist. Ah, okay, er macht ihn wieder. Okay. Lalalala. Vielleicht hätten wir auch die andere. Na gut, wir machen eigentlich viel Schaden gegen den. Ist jetzt nicht so. So, da kann man keinen blöden Tretangriff da. So, jetzt müssen wir wieder warten. Das ist eigentlich am einfachsten, den so zu töten. Muss halt immer ein bisschen hier hinlocken. Genau, jetzt macht er ihn wieder. So, er ist Raucher, weißt du? Deswegen hat er nicht so viel Ausdauer. Perfekt. 3000 Seelen dafür und einen grauen Brocken. Schon einen Haufen Brocken hier. Das ist auch ganz lustig hier. Die kann man einfach, wenn man dahin rollt, kann man die einfach kaputt machen. Genau. Ich weiß aber gar nicht, ob hier irgendwo. Ich glaube, hier liegt nichts rum. Und die nerven auch ziemlich im Kampf. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also der hier besonders, weil der wirft nämlich damit seinen Bomben. Und da könnt ihr nochmal den Boss hier sehen, der das Tor bewacht. Aber wir werden dieses Tor nicht benutzen. Nein, wir kommen auf einem anderen Weg nach Anolondo. Ich möchte aber nicht so viel verraten. Wahrscheinlich habt ihr das alle schon gesehen. Aber es gibt ja genug Let's Plays von Dark Souls. Von verzweifelten Leuten, die versuchen, halbwegs gut zu sein. So wie ich. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, zu dem kommen wir, glaube ich, gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall wollte ich noch probieren. Rüber zu springen. Jetzt aber hier, damit wir hier den Shortcut freischalten, damit wir nicht den ganzen Weg immer laufen müssen. Jetzt ist aber als erstes mal wichtig, dass ich meine Seelen hier nicht irgendwie sinnlos wieder verprass. Deswegen gebe ich jetzt als erstes mal die Seelen aus und dann gucken wir mal. Das ist so nicht. Mach deinen Angriff nicht hier hin. So, da ist das Leuchtfeuer. Und aufsteigen. Perfekt. So, was nehmen wir denn? Vitalität, Stärke, Kondition. Kondition wäre nicht schlecht. Vitalität wäre auch nicht schlecht. Stärke wäre auch nicht schlecht. Bringt aber eigentlich nicht so viel. So, ein bisschen Vitalität kann man ja immer gut gebrauchen. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt gehen wir. Jetzt probiere ich es nochmal. Vielleicht wäre da echt Kondition oder sowas besser oder Beweglichkeit besser. Ich weiß gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht. Für Springen oder Rennen oder so brauche ich ja wahrscheinlich Kondition und Beweglichkeit. Weil ich schaff's da nicht rüber. Ich fasse es nicht. Ich schaff's da nicht rüber. Das ist nämlich sehr, sehr, sehr frustrierend. Gut, ich nehme nochmal Anlauf hier. Ah, okay. Puh, hahaha. Gut, da sind wir drin. Und jetzt gehen wir mal kurz hier runter. Ich glaube, das war. Ja, das war, glaube ich, da unten auch. Hier geht es relativ weit runter. Dem Typen reden wir gleich noch. Und
ganz unten erwartet uns dann noch ein Gegner und ein Schlüssel, wenn ich mich recht entsinne. Nicht hier, da drüben, genau. Alles klar. Gut. So, Leiche plüdern. Da ist der Käfigschlüssel. Der hat nichts fallen gelassen. Macht aber nichts. Hier können wir, glaube ich, hier finden wir nur den Tod. Genau. Das ist dann schon wieder Wald da drüben. Ist alles so eng hier immer. Ist alles so eng angelegt hier. Weil der Wald ist ja auch gerade hier. Die Finsterwurzgärten, die sind ja auch gerade hier um die Ecke eigentlich. Beim Schmied unten, Dämon, Titan, Dämon, bla bla bla, ich weiß nicht, wie der heißt. Skorpion-Dämon. Irgendwie so, genau. An dem dann vorbei und dann ist man schon in den Finsterwurzgärten. Und das können wir noch ganz kurz mit dem Typen hier reden. Ich mach hier noch kurz die Einrichtung kaputt. Ist nicht deine, oder? Ah, what? What? Who are you? Ah, another undead. I took my son's fortress alone, but I'm no different from those vile creatures. I was driven by conceit. Ah, you think you're different? That you can handle? Yes, I remember that feeling, for I was the same. So, let me help you out with your soul searching. Okay, wir können bei ihm ein paar Sachen kaufen. Ein paar Waffen oder sowas. Können wir mal gucken, Balderschild, Turmschild, das ist alles viel zu teuer für mich. Und man kann hier auch die Rüstung, diese Katharina-Rüstung holen, zum Beispiel. Oder diese Stahlrüstung, oder die Balderrüstung. Aber das ist mir jetzt eigentlich Wurst, weil ich nicht so der Rüstungstyp bin eigentlich. Oh, perfekt, okay. Gut, jetzt können wir eigentlich, jetzt gehen wir zurück zum Leuchtfeuer. Weil wir jetzt uns nämlich menschlich machen und dann töten wir den Eisengolem da. Also, wir versuchen es. Ich möchte da nichts irgendwie, keine zu hohen Ziele stecken. So, Aushöhlung. Achso, warte mal. Ich muss als erstes noch die Menschlichkeit ploppen. Menschlichkeit. Zack, das war unsere letzte. Oh ja. Nicht aufsteigen, nein. Aushöhlung umkehren. Genau, Menschlichkeit darbieten. Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie was machen muss, den Verbündeten da zu holen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass. Ich habe das mal gesehen. Ich habe den normalerweise immer verzweifelt alleine versucht umzubringen. Was aber eigentlich, ich glaube, mit dem ist es eigentlich relativ, ist es leichter. Also ist es nicht einfach, ist es leichter. Weil der ist doch relativ stark, der Boss. Und ich habe auch nicht so die Mega-Rüstung. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo es hier lang geht. Genau, ich wollte noch das Ding, genau, das wollte ich ja auch noch machen. Gott, ich bin so vergesslich wieder. Jetzt machen wir den Balder da hinten noch. In der Hoffnung, dass er uns nicht tötet. Die kann man eigentlich auch relativ gut. Oh. Wollte sich doch glatt hier wieder heilen. Kleine Scherbe, perfekt. So. Ach, ich weiß gar nicht, ich muss nämlich jetzt dann gleich wieder. Na, okay. Ich muss dann gleich wieder los hier. Ob wir das probieren sollten, weil ich kann die Folge nicht so lange machen. Machen wir das eben ein bisschen kürzer hier. So, das ist der Shortcut. Und ihr seht gleich, wo wir uns wieder befinden. Und zwar hier direkt am Eingang. Ja, genau, genau zu dem Typen hier. Das ist wunderbar. Ja, das ist eine. Das ist überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Da
Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Trink einen Schluck, trink einen Schluck. Keine Brandbombe werfen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, so wenig. Okay. Puh, uns kann er hier nicht erwischen. Kommen gleich mal zwei hier. Wir können nämlich dann wieder hier einsteigen. Genau, und dann wieder hochfahren. Das ist eigentlich ganz praktisch. Und dann sind wir nämlich wieder hier oben. Da hinten kräkelt sich der andere noch. Gut, jetzt muss ich nur gucken. Zu dem Boss ging es jetzt wieder. Muss ich jetzt wieder extra hier hochlaufen? Genau. Den Bogenschützen da kaputt machen. Wow, das ist echt hier. Puh. Schwere Kost. So, du bist tot. Und da sind wir dann auch schon beim Eisengolem, den ich jetzt aber nicht hole. Beziehungsweise mir nicht vorknöpfe. Sondern man kann genau hier, man kann hier nämlich jemanden holen und zwar irgendeinen Typen, der nichts weiter zu tun hat hier, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. So, wir machen hier einen kurzen Cut. Ich muss nämlich weiter und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn wir uns den Eisengolem vorknöpfen. Und es tut mir leid, dass das ein bisschen kürzer ist heute, aber leider geht's nicht anders. Okay, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.